In der rheinland-pfälzischen Chemieindustrie werden die Umsätze gegenüber dem Vorjahr 2012 voraussichtlich steigen. Die Gewinne werden wegen steigender Rohstoff- und Energiekosten allerdings geringer ausfallen. Bei der Jahrespressekonferenz der Chemieverbände Rheinland-Pfalz sagte der Vorsitzende Hans-Carsten Hansen, die rheinland-pfälzische Chemie habe sich in einem schwierigen Umfeld gut geschlagen. Allerdings rechnet er 2013 mit einer sinkenden Nachfrage. Deshalb guckt man mit etwas Besorgnis nach 2013, weil die Risiken auch größer werden. Insbesondere in den südeuropäischen Ländern wirkt sich die EU-Schuldenkrise aus. Da sind die Absätze rückläufig, da brechen teilweise einzelne Segmente ganz zusammen. Ich denke da an die Bauindustrie in Spanien zum Beispiel und anderen Ländern. Das ist sehr besorgniserregend und deshalb wird in unserem Exportmarkt Europa das eine oder andere an Rückgängen noch zusätzlich zu verzeichnen sein. Wir hoffen, dass diese Krise bald bewältigt werden kann. Wo wird die Chemiebranche in 20 Jahren stehen? Bernd Vogler, Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände Rheinland-Pfalz, stellte eine bundesweite Studie vor. Darin werden verschiedene Szenarien für die Zukunft aufgezeigt. Tatsache ist, der Bedarf an chemischen Produkten wird weltweit zunehmen. Wir haben das Szenario bis zum Jahr 2030 untersucht und wir sehen ganz massive Verschiebungen auf den globalen Märkten. Natürlich auch mit massiven Folgen für Rheinland-Pfalz als größte Branche hier im Land, als chemische Industrie. Die Botschaft wird eine positive sein. Wenn die Rahmenbedingungen weiter stimmen, wenn wir nicht Wertschöpfungsketten hier im Lande zerreißen, dann können wir als gut aufgestellte Branche davon profitieren. Und wir können bis zum Jahr 2030 davon ausgehen, dass wir jährlich mit guten 1,8% wachsen werden. Kunststoffe sind die Werkstoffe des 21. Jahrhunderts. Enorme Festigkeit und geringes Gewicht machen sie auch zu einem wertvollen Ersatz für Glas und Stahl. Viele Chemiebetriebe leisten mit ihren Produkten einen wichtigen Beitrag zum Hightech-Standort Rheinland-Pfalz. Beispiel: Kunststofffelgen oder intelligente Kühlluftsteuerungen sorgen für einen deutlich niedrigeren Verbrauch bei Fahrzeugen. Um einen Kunststoff zum Werkstoff des 21. Jahrhunderts machen zu können, braucht man interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Es ist nicht nur der Chemiker gefragt, sondern auch der Ingenieur, der Elektrotechniker, wo überall Kunststoffe eingesetzt werden. Kunststoffe sind in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir nehmen sie als solche gar nicht mehr wahr, als Besonderheit, weil wir uns schon so dran gewöhnt haben. Kunststoffe machen unser Leben komfortabler und preisgünstiger. Ende August waren fast 45.000 Menschen in der chemischen Industrie in Rheinland-Pfalz beschäftigt. 3,4% mehr als im Jahr zuvor. Zwei Drittel aller Betriebe haben angekündigt, diesen Personalstand halten oder sogar ausbauen zu wollen.